Alexandrina Maria da Costa, die als eine der großen Mystikerinnen des 20. Jahrhunderts gilt, wird am 30. März 1904 in Balassá, einem Ort nahe der nordportugiesischen Stadt Braga, geboren und im katholischen Glauben erzogen. Alexandrina ist erst 14 Jahre alt, als drei Männer ihr nachstellen und sie bedrängen. Nur durch einen Sprung aus einem 4 Meter hochgelegenen Fenster kann sie sich vor ihnen retten. Doch das hat schwerwiegende Folgen für ihre Gesundheit. Denn aufgrund dieses Sprunges zieht sich das Mädchen einen so schweren Wirbelsäulenschaden zu, dass sie bald danach gelähmt und für die restlichen 30 Jahre ihres Lebens ans Bett gefesselt ist. Nachdem sie zunächst mit ihrem Schicksal hadert, erkennt sie, dass das Leiden ihre Berufung ist. Demütig nimmt sie es an, um es ganz im Sinne der Botschaft von Fatima für den Frieden der Welt, die Rettung der Seelen und zur Wiedergutmachung für die Beleidigungen und Entweihungen der heiligen Eucharistie aufzuopfern. Von 1930 an darf die trotz ihres schweren Leidens stets fröhliche Frau mystische Erfahrungen machen, in denen ihr Christus und die Mutter Gottes begegnen. Dabei bittet Jesus Alexandrina, sich für die Weihe der Welt an das unbefleckte Herz Mariens durch den Heiligen Vater einzusetzen, so wie es schon in Fatima gewünscht war. Diese Bitte lässt sie über ihren geistlichen Begleiter, Pater Marian Pinho und einige portugiesische Bischöfe wiederholt in Rom vortragen, was den Vatikan veranlasst, den Erzbischof von Braga dreimal über Alexandrina zu befragen, um dann schließlich der Bitte nachzukommen. Am 31. Oktober 1942 weiht Papst Pius XII., inspiriert vom Drängen der portugiesischen Mystikerin, die Welt dem unbefleckten Herzen Mariens und wiederholt diesen Akt am 8. Dezember desselben Jahres im Petersdom. Alexandrinas Leben ist in vielerlei Hinsicht mit den Geschehnissen von Fatima verbunden, weshalb sie in Portugal auch häufig die vierte Seherin von Fatima genannt wird. Ganz im Geiste der Botschaft unserer lieben Frau von Fatima fordert Alexandrina immer wieder dazu auf, Buße zu tun, nicht mehr zu sündigen, den Rosenkranz zu beten und die heilige Eucharistie würdig zu empfangen. Von Oktober 1938 bis März 1942 durchlebt Alexandrina, die eine Zeitgenossin der stigmatisierten Therese Neumann von Konersreuth ist, jeden Freitag die Leiden der Passion Christi. Von ihrem 38. Lebensjahr an ernährt sie sich nur noch von der heiligen Eucharistie. Ich werde dich dazu bringen, dass du nur von mir lebst, um der Welt zu zeigen, was die Eucharistie bedeutet und was mein Leben in den Seelen ist. Licht und Erlösung für die Menschheit, offenbart ihr Jesus. Dass sie dabei nicht schwindelt, können Ärzte des Krankenhauses in Forte do Douro in der Nähe von Porto bestätigen, die ihre Nüchternheit 40 Tage und Nächte lang streng kontrollieren. Zu Hause in ihrem Krankenzimmer empfängt die Gelähmte viele Menschen, denen sie durch ihr Zeugnis, ihre Gebete und ihr gütiges Lächeln Kraft, Hilfe und Glaubensstärkung schenken kann. In einer Schauung bittet die Mutter Gottes sie einmal: Sprich zu den Seelen, erzähle ihnen über die Eucharistie, erzähle ihnen über den Rosenkranz. Sie mögen sich vom Leib Christi und von meinem Rosenkranz nähren, jeden Tag. Diesen Auftrag erfüllt die portugiesische Mystikerin bis zu ihrem Lebensende 1955, als der Herr sie, wie um ihre Verbindung zu Fatima zu unterstreichen, am 13. Oktober, dem 38. Jahrestag des großen Sonnenwunders von Fatima, in die Ewigkeit heimruft. Fast 50 Jahre später, am 25. April 2004, spricht Papst Johannes Paul II. Alexandrina Maria da Costa selig und stellt sie als Vorbild der Reinheit und der Ausdauer im Glauben
für die Jugend von heute und für alle Leidenden vor. Beenden möchte ich die Geschichte über die selige Alexandrina Maria da Costa mit etwas, was sie am Tag ihres Todes gesagt hat. Ich bin glücklich, denn ich fahre in den Himmel. Amen.